Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Informationsvideo. Ich habe nun vor, das eins bis zweimal in der Woche rauszubringen, um die aktuellen Themen zu aktualisieren. Und zwar geht es einmal hier um die Sims 4. Wie gefallen euch zurzeit die Videos? Also ich habe jetzt schon mal drei Parts rausgehauen. Und ich wollte mal fragen, ja, wie ihr das so findet, was man eventuell noch machen könnte. Und vielleicht noch andere Tipps oder Tricks habt, wie wir das jetzt hat, alles schön auf so eine Basis bringen, wie auch in der Serie, dass wir zum Beispiel Penny mit Leonard zusammenbekommen und so weiter und so fort. Und ich habe ja auch gemerkt, es gibt, man kann maximal 8 Leute in einer, also 8 Sims in einer, in einem Haus, in einer Familie haben. Das bedeutet, man kann nur ein Kind machen. Ich habe auch eventuell vor, ich weiß nicht, wie ihr es findet, wenn ich zum Beispiel, wenn Leonard und Penny zum Beispiel ein Kind bekommt, dass sie dann vielleicht dann in ein kleineres Haus ziehen werden, was wir dann natürlich mit unseren Bedürfnissen dann natürlich bauen, dass wir die dann immer besuchen kommen und so weiter und so fort. Also ich finde, sowas ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Was haltet ihr davon? Das nächste ist, ich habe zurzeit ein schönes Let's Play von Cronky Boy geguckt und jeder kennt eventuell jetzt schon das Dinosaurier Survival Game Ark Survival Evolved, der Evolved, wie das heißt. Das habe ich mir jetzt halt auch gezogen und jetzt habe ich vor, ein kleines, eventuell ein kleines Let's Play draus zu machen. Bei The Forest war es ja so, ich habe da ein paar Parts rausgefahren und mehr kam da nicht. Das lag auch daran, dass ich in dem Zeitpunkt nicht wusste, was ich jetzt halt, genau hochladen möchte, was auch ihr gerne sehen wollt. Und da ich gerne auf die Community höre und mir gefallen eigentlich alle Spiele, wirklich alles, was ich zurzeit rausgehauen habe, mag ich. Es ist halt nur die Frage, was ihr mögt. Wollt ihr eher Ballerspiele, wollt ihr eher Survival wie DayZ, The Forest und Ark, oder wollt ihr doch Shooter Games wie 4 oder andere Spiele, die ich auch habe, wie zum Beispiel MW2 und so weiter, oder auch Horror Games? Es ist eigentlich ziemlich egal was. Könnt ihr natürlich mal gerne unten in die Kommentare schreiben, da würde ich gerne mal mit euch ein bisschen diskutieren. Ja, dann das letzte Thema, was ich gerne mit euch besprechen möchte, ist Poké-MMO. Habe ich zurzeit das Problem, dass ich bin über WLAN drinnen und da gibt es zurzeit ziemlich viele Netzwerkprobleme. Ich habe es gestern versucht, mal wieder ein paar Parts aufzunehmen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Da steht immer, dass ich vom Server disconnected bin und dann, wenn ich auf OK drücke, schließt sich alles. Ist ein bisschen blöd. Ich habe euch ja schon im letzten Informationsvideo gesagt, dass ich da ich und Chris was Neues produzieren, und deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr das vielleicht jetzt schon sehen wollt. Da sind wir schon ziemlich weit vorangeschritten, ist auch ziemlich lustig. Für den ersten Part möchte ich aber sagen, tut uns leid, dass wir so hyperaktiv draus sind, falls ihr ja sagen würdet, oder habt ihr eventuell noch andere Tipps, was wir noch so spielen können, denn der Chris holt sich dann eventuell bald einen neuen Gamer-PC und das wiederum bedeutet, es werden auch Survival Games eventuell mit Chris kommen. Und da ist, muss ich noch mit Chris ausmachen, noch zukünftig eventuell noch was geplant, zwecks Kanal und allem. Ich werde auch in den nächsten Tagen ein anderes Kanalbild erstellen, da viele denken, ich wäre bei der AfD, bei der Partei AfD. Ja, das denken die. Und ja, bin ich nicht. AfD, wenn man meinen YouTube-Namen sieht und dann eventuell klug genug ist, dass man da so ein Kürzel herausfinden kann, dann kann man eigentlich auch am Profilbild sehen, aha, das ist das Kürzel von Angel Fly Dave. Aber andere haben wahrscheinlich so einen IQ-Wert, dass sie das nicht wissen und ja, wahrscheinlich deswegen dann immer so nachfragen. Naja, ist ja eigentlich egal. Jetzt wisst ihr es. Und ich hoffe, ihr schreibt fleißig in die Kommentare, damit ich weiß, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich bin offen für alles. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Macht's gut. Tschüss.